Mal gucken. Auch schon bräunlich ist. Ja, der ist gut. Den können wir schon rausnehmen. Und der Koch kriegte 3 Wochen Urlaub, ja, dann musste ich kochen. Weil ich da nicht. Naja, die kocht man, der Spieß kommt immer vor Mittag, bevor er mit und schmeckt was ab. Ob das auch genießbar ist. Die Leute auch was Anständiges zu essen kriegen. Ja, ich habe die meiste Suppe gemacht. Entweder Erbsensuppe oder Linsensuppe, Grabensuppe. Ab und zu mal braten. Nee. Besser nicht. Das ist die Haut ganz dünn. Dann drückt man das durch. Kannst du sehen? In kleine Stücke, ne? Ja. Und wo hast du dies gelernt, Henrik? Deine? Das habe ich nicht gelernt. Das ist einfach so entstanden. Ja. Die kommen nachher so in den Teig mit rein. Ne? Und ist es ein bestimmter Apfelsorte oder irgendeiner? Das ist ein Boskop. Ein Boskop. Der ist so ein bisschen herb, nicht? Aber das soll er auch. Ja. So, hinein. Also 3 Eier kommen rein. Nee, sonst 2. Weil ich ein bisschen 3. Für eine Person 1 Ei. Ah ja, gut. Na ja. Kommt noch Wasser zu jetzt. Ist das stilles Wasser oder? Das ist mit Kohlensäure, dann wird er ein bisschen lockerer. Ah ja. Mal sehen, dass genug ist. Zu dünn soll es auch nicht werden. Nee, das ist genug. Dünn braucht es nicht. Können wir ja schon anfangen. Oh, geht schon. Ein bisschen weiter ran, dass es nicht überkleckert. Bratest du das jetzt auf hochem Feuer oder niedrigen? Ja, das nicht so hoch, nicht. Denn erstmal die Pfanne nachher, wenn er ein bisschen heißer ist, die Pfanne sich gut eingelegt hat. Denn, aber wir wollen ihn nicht verbrennen. Ja, der kommt rum jetzt. Toll. Das ist natürlich sehr gut. Also um Zeitverfahren streue ich jetzt schon Zucker rüber. Dann brauche ich das da nicht. Ja. Ich habe ja Zeit. Du musst nicht in die Pfanne rein. Dann brennt das an, ja? Ja, das ist nicht gut. Dann brennt ein. Das ist gut so.
der im Herbst da in, wo war das noch, in der Ukraine, da habe ich mal Zwetschgenpacken gemacht. Mit vier Kollegen, mit zwei, ich war der vierte, und ich habe die gebacken. Haben wir so einen Stapel gehabt, immer auf und an, immer warm, ne? Aber Zwetschgen, oh, ja. Und schmeckte. Dann habe ich ja, gut, dann muss ich so zehn Mann, muss ich her, und ich muss ein Feuer stellen, draußen mit Steine machen, und von den Bauern, die waren alle da, sich Milch und Eier holen und Mehl, ne? Oh. Und dann haben wir da den Stapel gebacken. Ja. Und dann hat immer für 10 Mann, ich habe Blumen ausgegeben, angerührt und ausgegeben. Die anderen, die Pfannen mussten sich auch alle holen von den Bauern. Und wie viele Menschen haben da gegessen? 36 bis 40 Mann, glaube ich. Waren 36 habe ich. Naja, aber die mussten ja immer die Stabes fertig machen und dann waren mit Tücher abgedeckt, Teller drauf. Die Teller haben sich alle auch geholt. Ne? Ich meine, etwas haben wir ja selbst, ne? Aber wir haben hier ein Kochgeschirr und keine Teller. Aber das haben die Bauern uns alles gegeben, das haben sie natürlich alle wieder zurückgegeben. Ne? Ja. Genau. Wie aussieht unten. Ja, der ist gar. Ja, der ist da runter. Da. Naja, klappt ja. Schön. Unser herrlicher Pfannkuchen, auf den wir uns so sehr freuen. Und heiß und mit viel guter Preiselbeermarmelade. Und für jeden ein großes Stück. Also, wir sind wohl versorgt und freuen uns. Alle vom lieben Hinrich gemacht. Gerade eben. Ja. Danke, Hinrich. Ja. Danke, danke. Ja. Vielen Dank. Macht dir sehr schön. Ja, man macht das ja.